Ja, langsam. Ah, come on. What the? Ja, bleib einfach stehen. Ja, okay, dude. Was habe ich für eine Granate drin? Schockgranate. Ja, geil. Ich hab nach vorne gedrückt, ausweichen, nach vorne, nach vorne. Mach ich hier weiter oder? Naja, die WB-Pumpe will ich mir noch aufsparen. Mann, das ist aber auch manchmal. Nimmt er einfach. Also. Dann nimmt er noch die andere Richtung an. Eine zweite Phase ist aber auch wirklich AA, ne? Ich habe die falsche. Ja, okay. Wie lange musst du dich denn davon erholen, Eve? Fuck. What? Bitte. Nein, ich hab... Hör auf, den Fähigkeit zu machen! Nee, blocken und diese Fähigkeiten auf eine zusammen zu machen, das ist so scheiße. Jedes Mal setze die Fähigkeiten ein, wenn ich blocken will und ausweichen. Mann, das geht mir so auf den Sack. Ja, genau. Scheiße. Fuck. Na also. What the fuck? Nein. Hier. Hallo, Ost. Ah. Die Richtung. Stachel. Danke fürs Blocken. Ja. Okay, Phase 2. Wo ist er? Ja, gut. Ja, ist doch gut, Junge. Mein Gott, ist der ätzend. Fuck. Nein, ich hab nach vorne gedrückt. I swear to God. Jo. Ja. So. What? Okay, er hat einfach komplett weg ignoriert. Okay. Holy moly. Hey, I'm not getting any more enemy signals. Let's head back. Well, after we pay our respects, of course. Beschädigter Waffenkern. Bevor hier irgendwas passiert, nicht hier irgendwas aussammeln. Die Kiste. Die will ich haben. Hast nämlich ein neues Outfit drin, oder? Design muss der Sport in Gelb. Let's go. Sport in Gelb. Wer auch immer Zugriff zu diesen Daten hat, ich habe eine Bitte. Mein Name ist Tommy und mir gehört die CT Trading Company in Xion. Ich überlasse alle meine Anteile dieser Firma meiner Kollegin Cyrus. Bitte sag ihm, dass ich ihm nur das Beste wünsche. Im Laden der CT Trading Company beim Schrottmarkt befindet sich ein Safe. Der Code zu dem Safe ist 000000. Die Inhalte dieses Safes sind meine Belohnung für die Person, die meine letzten Worte übermittelt. Möge die Erinnerung fortbestehen für immer. Testament von Tommy. Sprich mit Cyrus. God. Ja, diese kleine Pisslampe hält mich auf, weißt du? Ja. Ist klar. 21 Uhr, leck mir doch die Zuckerlis. Da hoch, Dankeschön. Nee, hier neben, ne? Ja. Ein Blindus, ja. Ein Blindus. Hör! Gott, ich habe schon wieder Fallen gesehen. Mach keinen Scheiß, Eve. Ich will nur hoch. Wenn möglich, halbwegs lebend. Yes, sir. So, haben wir hier noch was zu tun? Da ist das schwarze Brett. Da sollten wir irgendwas abgeben, aber ansonsten glaube ich erstmal nicht, ne? Dann können wir zurück. Hallo, Telefon? Gehen wir hier hin nach Xion zurück. Können wir da die Aufgaben abgeben? Welcome back. Oh, warte mal, hier ist noch ein Telefon, oder nicht, ja. Bei dem kann ich jetzt auch shoppen. Alter, what the fuck. Okay, bei Leila kann ich auch shoppen. Bei LOL. Er heißt einfach LOL. Jetzt umgetauft. Na? Würde schon. Aaron, what on earth were you thinking? Surely you didn't. Wait. It's not what you think. I think you should hear what she has to say first. Aaron? Dad, this object is definitely cursed. You stare at this all day, mumbling, and you fight people. This thing doesn't protect us. It is breaking us apart. We used to be happy without it. Oh, my child. So I tried to hide it away forever, but eventually I brought it back. You're right, my sunshine. I should have known you'd never take something from me without good reason. I'm ashamed of myself. I'm so sorry, Aaron. Dad. Angel, will you take this? You can either keep it or throw it away. Okay, I'll take it. Thank you. Thank you, Angel. No problem. I just want you and your father to be happy, okay? Okay. Ich verkaufe das einfach an ihn. Verkaufe ihn das einfach zurück. Also wo das Leih wichtig war. Ist das jetzt im Inventar? Ausrüstung? Ne, Rucksack, ne? So etwas findet man sonst nur in der Datenbank. Die Statue ist hohl und klappert. Okay, man kann sich das nicht angucken. Welcome, Angel. I opened the store again thanks to you. Stop by anytime. Ja, ich bin hier. Zeig mal, was du hast. Notizen zum Eve-Protokoll. Ja, ich werde mir die Sachen nicht durchlesen, sorry. Werbung, vor allem Werbung. Ah, Stufe 2. Easy, hast du Outfits? Ich bin nur hier für die Outfits, der Rest ist mir egal. Oh, goddamn, der... Oh, goddamn! Let's go, der hat gute Outfits, der alte Sack, Alter. Der Knacker, weißt du, er weiß... Er hat Geschmack. Ja, mit weiteren Outfits. So. Jesus. Das sieht aus wie so ein Scavenger-Outfit, ne? So ein bisschen. Oha. Alltagsbiker, auch sehr cool. Oha, die Schuhe sind sick. Was kosten die Vita-Coins? 4 Stück! Oder Bitcoin. So, absolut broken bin ich jetzt. Wo war der andere Kollege? Das Leben eines Scavenger. Muss ich hier abgeben, ne? Das Teil ist der unten bei dem Gerät hier chillt. Er hier. Du bist nicht Cyrus. Oh, du fuck ist Cyrus. Cyrus ist auch gar nicht hier. Aber muss ich jetzt nicht hier für die den Code haben? Ja. Ah ja, genau. Gut, war okay, die Ausbeute. Wo soll der Kollege sein? Eine Einfahrt weiter rein. Ne, geht's nicht weiter. Teilus. Du bist hier drin, ne? MA Blindus wieder? Ach, das war ja. Ach, der war ja unten, stimmt. Jo. Hey, Angel, what happened? What happened to Tommy? I'm sorry. Tommy. I think he left this for you. This is... You fool. What's the point of having all these assets? If you're gonna go and get yourself killed. Business is booming, yeah, right. It's all useless if you're dead. Tommy, you fool. Hey, you okay? Yes. Yes, I'll be fine. I should get back to the store. I can't ignore what my friend left behind. I never thought I'd be saying this to you. But, thank you. Es ist, ey. Und gib mir bloß deine Sachen gratis aus dem Store. Kann ich dann da auch shoppen gehen? Ne, das ist der Junk. Okay, dann geben wir noch die Quest beim Mann ab und dann gehen wir mal weiter. Telefon war hier oben, glaube ich, ne? Ah, ich kann auch da vorne das Telefon nutzen. Zack. Warte, ich kann nicht ins Lager reisen? Ach, Mann. Ich dachte, ich könnte mir die Cutscene da sparen. Ich meine, so schlimm ist er jetzt natürlich nicht, aber... Gespart ist gespart, ne? Dann hat er ja bald Cyberpunk durch, ey. Kann ich wieder in den Stream gucken. So, aber hier kann ich jetzt auch erstmal ran. Neue Outfits, neue Upgrades. Erde mit. Nein, noch nicht. Oh, sheesh. Ach, das ist das von da unten. Sport in Gelb. Das hier will ich ausrüsten. Schwarze Paradekleidung. Das sieht cool aus. Wir stellen natürlich alles her. Bastler. Ah, hier ist noch. Ich habe keine Probleme mehr, Materialien mehr. Aber ich habe 6 Drohnen-Upgrades. Holy moly. Ja, mit den Raketen. Mehr Raketen. Ladung. Bringt das Ladungsblastermodul an der Drohne, an der Ladungsblaster. Sind die Ray-Patronen, die ich normal benutze, ne, glaube ich. Oha, das sind mit dem Rot. Kawaii. Kawaii. Hier im Platz und sitzen, ja. Warte, das fällt mir jetzt auf. Sie hat Schuhe an, auf denen man normal laufen kann. Jo, Mann. Hat eine Quest erledigt. Steht auch so vor ihm. Ja, ja. Angel, what happened? Da ist unser Samurai-Schwert. I found the Radical, but he was already dead. And the situation there was complicated. Stare. I think that the Radical lied to the other citizens about protecting them, but in the end he locked them all up and killed them. He told them that Xion was being manipulated by Oracle. Hmm. Is that so? Thank you, anyway. We'll take care of whatever comes next. Diese scheiß komischen Gruppen jetzt, ne? Smart auf Insta. Textgruppen oder was das da ist. Broadcast Channel. Verpisst euch mit der Kacke. So, dann haben wir hier alles soweit abgeschlossen, ne? Zeit für Rache. Das kann ich noch am schwarzen Brett abgeben, aber... Aber dann krieg ich noch Monetas, das ist gut. Monetas gleich mehr Geld zum Ausgeben für... Kostüme. Right. I like Monetas. Ich glaube, ich kann das auch so machen. So ein bisschen, ja. So. Ein bisschen heller im Hintergrund. Behind the scenes. Ich mag diese leuchtenden Elemente auf der Kleidung. Ich finde, da sollte man echt auch haben. Hier, da läuft so rum so leuchtenden Sachen. Das sehen wir mit den leuchtenden Schuhen. Viele machen sich immer über diese leuchtenden Schuhe witzig, aber ich glaube, insgeheim wird die jeder selber tragen. Nur keiner traut sich. Imagine läuft als Erwachsener mit den leuchtenden Schuhen rum, ey. Dann hast du heutzutage sowieso jeden... Die sehen... Wenn du rausgehst, ehrlich, die Jugendlichen, wenn du rausgehst, die sehen ja legit alle gleich aus. Die haben den gleichen Haarschnitt, gleichen Kleidungsstil, egal, also... Ist ja furchtbar, Alter. Deswegen finde ich, in Japan finde ich das richtig sick. Die sind so viele individuelle. Also du hast auch oft da den gleichen Typus, sag ich mal, vom Kleidungsstil her, aber meistens sind das dann die arbeiten gehen, weißt du, Anzug und ja, Standard-Arbeitskleidung halt, ne, aber du hast ja so viel mehr Freigeister und ich glaube auch viel, viel, viel mehr Toleranz in solchen Sachen. Eigentlich traurig, dass das nur... Oder das ist nur, aber mehr oder weniger da so. Achso, das war woanders, ne? Dass die das da so umgesetzt bekommen, so meine ich das. Ab und zu hast du in Düsseldorf auch mehr, viele rumlaufen, aber... Ich glaube, da hast du das auch öfter mal so, weil da auch viele Cosplay-Sachen und so geshootet werden in dem Park und so. Da trauen sich dann vielleicht Leute auch mehr, weil dann auch so Cosplayer da rumlaufen und dann, sag ich mal, wird das mal ein bisschen, wird da ein bisschen Mut erzeugt, sag ich mal, für die Leute, weißt du, aber eigentlich ist es halt, ich finde, es gibt viel zu wenige, die sich trauen, aus sich herauszukommen, kleidungsmäßig. So, you're ready to go? Matrix 11 is an underground facility. The search perimeter is extensive, so make sure you're prepared. Also zumindest trauen im Sinne von probieren einfach, weißt du? All preparations are complete. Finally. Looks like the time has come to test out the alpha signal meter. Yes, and if it functions as intended, things should be a lot easier. All right. Let me take you to Matrix 11. Let's go! Nicht die guten Dosen. Okay, ein neuer Planet. Ah, da muss ich noch Ding aktivieren. Lul. Finde ich geil, dass man hier mal mit Bitcoin mit Geschenk bekommt. Dass wenn man keine hat, man die aber wenigstens aktivieren kann, die Dinger hier. Xion erkundet das Team zu durchqueren der großen Wüste ist auf dem Weg zu seinem Ziel. Falls sich weitere Teilnehmer melden, die gekommen sind, um dem Team beizutreten, sollen sie nach Xion zurückkehren. Scheint wohl nicht so gut zu laufen. Aha. Guck dir das an. Die verdammten Hunde. So, ich dachte, das wäre so ein... So eine... Typus... Neues Leben gedöns. Habt ihr noch was zu sagen? coming. Perfekt. I'll pray for the safe retrieval of the Alpha Core. Hast du noch was zu sagen? Come back to the Tetrapod at any time for maintenance. Okay. So gar nichts. Da ist noch ein extremes Polymer. Wie komme ich hier wieder hoch? Da. Komme ich hier wieder hoch? Ja. Ja, 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 ja. Der kann, ich konnte den Müll aber benutzen. Natürlich erstmal hier gnadenlos umsehen. Scheint aber nicht zu sein, zumindest auf dem ersten Blick. Matrix 11. Ja, wer bist du da? Auf Toilette gemeuchelt? Ich bin gestorben beim Kacken. Ich habe die wirklich wundersame Wahrheit über den Untergang der Kolonie herausgefunden. Der wahre Verräter sitzt im Weltall. Aber ich werde das hier nicht aufzeichnen. Dafür habe ich nicht genug Speicher. Oh shit. Let's go. The building is old. Most things don't even work. An underground facility. Is it some kind of bunker? It became one, yeah, but it was a subway station first. The subway moves people around the city using a web-like system. Or, well, it used to do that. All right then, let's go get us an Alpha Core. Abgeriegelter Bahnsteig. Mal eben aktivieren hier. Aktivieren. Was ist denn das? Ah, Fähigkeiten. Oh, 21 SP. Da können wir aber ein bisschen was machen mit. Ja, nehmen wir mal. Bisschen erleichtern. Kann ja nicht schaden. So, hier. Mein Gott. Ein weiteres Mal. Erstmal die Angriffskraft davon erhöhen. Komm, nehmen wir auch ein weiteres Mal mit. Erhöht die Angriffskraft. Erhöht die Vorstoßgeschwindigkeit vom Schnitt. Außerdem die Angriffskraft. Ja, komm. Angriffskraft von Schildbrecher. Zack. So, die benutze ich nämlich am meisten, die beiden Fähigkeiten. Und was ist das hier? Erhöht die Vorstoßdistanz, nehmen wir auch mit. So. Ah. Did you locate the core? One moment, please. I'm rebuilding the map data. I'll go inside first. Achso, ich dachte, er hat sich vielleicht am Weg geöffnet. Ja, jetzt habe ich da nicht reinkommen. Wie hoch ist denn hier der Bahnsteig? Leck mir am Arsch. Leck mir am Arsch, du! Dumme Sau, du! Oh. Da ist eine Kiste drin. Ich glaube, das ist eine Outfit-Kiste. Da will ich rein. Yes! Geil. Blaue Punktstecker, ein Schmuckstück, das man am Ohr stecken kann. Habe ich die direkt oder?